A1.0. Die nebenstehende Skizze zeigt die Figur, die durch die Strecken AB und AC sowie den Kreisbogen BC mit dem Mittelpunkt M und dem Radius R gleich MB begrenzt wird. Es gilt, AD sind 2 cm, MA gleich MB gleich MC gleich 5 cm und Winkel MDC sind 90 Grad. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. 1.1. Berechnen Sie das Maß des Winkels CMD und die Länge B des Kreisbogens BC. Und als Teilergebnis steht, Winkel CMD sind 53,13 Grad. Schritt 1 würde ich einfach mal empfehlen, alle bekannten Größen einzuzeichnen. Wir haben einmal AD mit 2 cm. Die Strecke ist hier zu finden. Als nächstes MA gleich MB gleich MC sind 5 cm. Hier haben wir die MA, hier haben wir die MB und hier die MC. Die sind also jeweils 5 cm lang. Und der Winkel MDC mit 90 Grad, der liegt also hier. Berechnen Sie das Maß des Winkels CMD. Ja, vielleicht noch vorher wichtig, auf zwei Stellen soll gerundet werden. Also erste Aufgabe, berechnen das Maß des Winkels CMD. Ich habe hier jetzt schon das kleine Fragezeichen drinstehen, das ist der Winkel CMD, der sollte berechnet werden. Ich schaue jetzt mal als erstes nach, in welchem Dreieck ist denn dieser Winkel zu finden. Das sehe ich sofort, ist das Dreieck CMD. Und das ist rechtwinklig, also heißt es, hier funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Dann kann ich auch schon mal eine Formelsammlung zur Hilfe nehmen und nachschauen, was gilt in rechtwinkligen Dreieck. Hier haben wir nochmal Pythagoras und Sinus, Cosinus, Tangens. Und jetzt von diesem unbekannten Winkel ausgehend, muss ich überprüfen, was für Strecken ich gegeben habe. Ja, ich kenne die Strecke CM, der liegt gegenüber vom rechten Winkel, das ist also meine Hypotenuse. Und die Strecke MD, die liegt an meinem Winkel an, deswegen wäre es die Ankathete. So, wie lang ist denn die? Die ist 3 cm lang, wir haben die AM mit 5 cm, die AD sind 2 cm. Wenn ich das voneinander abziehe, bekomme ich die Strecke MD raus, oder DM. Also DM ist gleich AM minus AD, also 5 minus 2 sind 3 cm. Damit ist die auch bekannt. Und jetzt nochmal überlegen, hier mein unbekannter Winkel, die Strecke DM ist die Ankathete dazu, die Strecke MC ist die Hypotenuse. Und jetzt kann ich meiner Formelsammlung nachschlagen, welche arbeitet mit Ankathete und Hypotenuse. In meiner Formelsammlung sieht es leider nicht ganz so schön aus, aber man kann es vielleicht erkennen, hier aus der Skizze. Die kleine Strecke B ist, liegt am Winkel Alpha an, das ist also die Ankathete. Die Strecke C ist in dem Fall die Hypotenuse, also brauchen wir den Kosinus. Vielleicht ist es auch besser auswendig zu lernen, Ankathete durch Hypotenuse ist immer der Kosinus. Also schreiben wir auf, Winkel CMD wollen wir berechnen. Wir haben herausgefunden, wir brauchen den Kosinus, also Kosinus vom Winkel CMD ist gleich. Und jetzt die Ankathete, also die Strecke MD oder DM, geteilt durch die Hypotenuse. Das wäre in dem Fall die Strecke CM. Setzen wir die bekannten Größen ein. Cosinus von unserem gesuchten Winkel ist gleich MD waren oder DM sind 3 und CM sind 5 cm. So muss ich noch nach dem Winkel auflösen. Kann ich entweder im Solver eingeben oder per Umformung. Umformung wäre die Umkehrfunktion ansetzen mit Cosinus durch minus 1 und dann folgt daraus, der Winkel CMD ist gleich Cosinus hoch minus 1 von 3 Fünftel und das sind die gesuchten 53,13 Grad, wie auch im Zwischenergebnis angegeben. Wir sind aber noch nicht fertig, weil wir brauchen noch einen zweiten Teil. Hier steht Länge des Kreisbogens BC berechnen. Also gehen wir weiter zum Kreis. Können wir gleich in der Formelsammlung nachschlagen, wo der Kreis zu finden ist. Der haben wir hier. Wir brauchen den Kreisbogen. Und da gibt es auch eine entsprechende Formel dazu. B ist gleich Alpha durch 63 Grad mal 2 mal R mal Pi. Was müssen wir alles herausfinden? Gucken wir uns durch. Wir brauchen den Radius. Der Radius in dem Fall bekannt ist die Strecke MB mit 5 cm. Dann brauchen wir noch den Alpha, das heißt der Öffnungswinkel. Das ist hier der Winkel BMC, der da. Und vielleicht sieht man auch schon, wie einfach man den bekommt. Wir wissen nämlich,
dass hier ein Nebenwinkel, der CMD ein Nebenwinkel dazu ist, also beide zusammen müssen 180 Grad ergeben, also können wir den BMC über 180 Grad minus den Winkel CMD berechnen. Also Schritt 1, wir brauchen den Winkel BMC, das war ein Nebenwinkel, also 180 Grad minus den Winkel CMD. Deswegen hatten wir auf der vorherigen Aufgabe berechnen müssen. Setzen wir die Zahlen ein, 180 Grad minus die 53,13 Grad und das sind 126,87 Grad. So, das ist im Prinzip unser Öffnungswinkel, also hier aus der Formel der Winkel Alpha setzen wir in die entsprechende Formel ein. Kreisbogen BC heißt der. Ist gleich 100, machen wir es mal ausführlich, Winkel BMC durch 360 Grad mal 2 mal der Radius, das war die Strecke MB, mal Pi. Setzen wir die bekannten Größen ein. 126,87 Grad durch die 360 Grad mal 2 mal der Radius war 5 und dann nochmal Pi. Das kann jetzt wieder gerne jeder normaler Taschenrechner ausrechnen, sind dann 11,07 cm. Und dann haben wir alle Aufgaben erledigt.